Freundschaft. Experimente. Lernen. Freundschaft. Glücksgefühle. Glück. Freiraum. Zur Entstehungsgeschichte des Global Art Netzwerkes kann ich mich zurückerinnern an 2015, als zum ersten Mal das Amt für Kultur und Freizeit eingeladen hat zu einem Zukunftsworkshop, bei dem viele interessierte interkulturelle Künstler und Kulturschaffende in Nürnberg zusammenkamen, um ihre Ideen zu sammeln, zu Tisch zu bringen und zu gucken, wo der Bedarf ist. Und jetzt, 3 Jahre später, stehen wir wirklich vor einem Festival, das zeigt, was die interkulturelle Vielfalt Nürnbergs tatsächlich ausmacht. Das Interkulturbüro ist einfach so, dass man beobachtet hat, dass diese interkulturelle Kulturszene immer weiter wächst, lebendiger wird, dass neue Künstler und Kulturschaffende dazukommen, dass die aber in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden, aber bei uns im Amt schon mal auftauchen. Und dann hat man schon gemerkt, das sind viele Leute, die viel Potenziale haben, aber es geht noch wenig zusammen, die kennen sich nicht mal. Und das war auch das Hauptbedürfnis der Leute, kennenlernen, Austausch, Vernetzung, aber auch was gemeinsam machen. Als Mensch mit Migrationshintergrund weiß ich ganz gut, Kunst war einerseits immer etwas, was uns verbindet, aber leider bleibt man doch länger in der nationalen Szene sozusagen. Das Amt für Kultur und Freizeit versteht sich in dem Sinne auch als Ermöglicher für Vernetzungsmöglichkeiten und auch eine Plattform dessen herzustellen, um das zu zeigen, was in den Vernetzungen und in den kreativen Zusammenkommen entstehen konnte. Und da haben wir wirklich so ein Experimentierfeld geschaffen, wo Leute zusammenarbeiten, die halt vorher nicht zusammengearbeitet haben, wo man versucht, künstlerische Ausdrucksformen zusammenzubringen, die auf den ersten Eindruck erstmal nicht zusammenpassen. Bedeutet für mich ein reines Experimentierfeld, Vernetzung unterschiedlicher Genres. Das ist eine Möglichkeit, meine Freiheit und meine Ideen auf die Bühne zeigen. Ich konnte noch nie so richtig auf eine riesen Leinwand malen und Global Art Session hat das möglich gemacht. So ein Crossover-Album zusammen aufnehmen, Techno, Weltmusik, mehr so ein Indie-Rocker, Folk-Typ. Die Connection wäre vielleicht ohne die Global Art Session nie passiert. Ich habe live gemalt und das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Dass ich Echtzeit für sehr verschiedenartige Leute aus verschiedenen Herkunftsländern gespielt habe und halt eine Stimmung für alle erzeugt habe. Eigentlich alles, was habe ich hier gemacht, ich habe nie in meinem Leben gemacht. Heute gibt es Schweinehaxen eritreischer Art. Ihr seid alle herzlich willkommen mitzumachen. Da gibt es Menschen, die sich wirklich ehrenamtlich für bestimmte Bereiche einsetzen, sei es bildende Kunst, sei es darstellende Kunst und da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ich suche Künstler, die aus unterschiedlichen Genres kommen und versuche dann eine Performance mit den Künstlern natürlich zusammen zu kreieren, einen Prozess abzustimmen und letztendlich, was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Das wird sich dann herausstellen, wenn wir in der Global Art, in der Session an sich sind. Viele melden uns zurück, dass sie wirklich die Möglichkeit hatten, um die Ecke zu denken sozusagen. Also, dass sie vielleicht ein bisschen aus ihrem Fahrwasser rauskommen konnten und dadurch animiert wurden, vielleicht so neue, innovative Wege zu gehen. Das geht ja nicht wirklich darum, was nach außen zu präsentieren. Oh wow, wir machen hier solche interkulturelle Projekte. Sondern es geht wirklich um diese Künstler, die wirklich Anschluss an die Szene brauchen.
man wollte einfach in allen Ebenen experimentieren. Nicht nur sagen global im Sinne von Russen und Türken und Deutsche zusammen, sondern im Sinne von, es ist etwas Globales, die Kunst ist etwas Globales. Und je mehr wir neue Formen finden, wo jeder sich neu einbringen kann, desto besser. Es geht ums Kunst und das Kreative, und das zeigt, dass man mit Kunst und Kreativität gesellschaftlich oder auch zwischen Menschen Begegnung schaffen kann und was Neues entwickeln kann. Das ist weder ein sozialpädagogisches noch ein migrantisches Projekt. Es dürfen auch Bio-Deutsche mitmachen. Seitdem ich die Global Art kenne, bin ich einfach viel offener im Umgang mit Menschen. Jetzt bin ich ein Tick experimentierfreudiger geworden. Bei mir selbst merke ich schon, ich bin irgendwie ein bisschen sicherer, weil ich weiß, da gibt es ein Netzwerk. Als Künstler ist man immer so in der Schwierigkeit, wie viel Introversion, wie viel Extraversion. Ich habe früher immer was allein versucht, was zu schaffen. Und da wurde ich jetzt schon ein paar Mal gezwungen, einfach da meine persönlichen Grenzen zu sprengen. Also mit neuen Leuten, neuen Ideen mich zu konfrontieren. Das ist eine Bereicherung für mich und bringt mich den Menschen noch näher, als ich es mir schon vorher geträumt habe. Ich bin zusammen was und im Bereich Kunst, man kann alles Mögliche und Tolles machen. Integration ist keine Einbahnstraße, es ist eine Bewegung aufeinander, zueinander, auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist ein Prozess, das ist das Leben. Wäre diese Veränderung nicht da, dann würde ich eher sagen, wir leben nicht wirklich. Und wenn wir leben, dann verändert sich die Welt und das gehört einfach dazu. Und wie man das jetzt aufnimmt, wie man teilnimmt an dieser Veränderung, man kann ja diese Veränderung so gestalten, wie man es lieber will, oder so lenken oder versuchen, da teilzunehmen, sodass das so wird, wie man sich das besser vorstellt. Aber zu sagen, nee, ich nehme an keiner Veränderung teil, ich bleibe jetzt hier bei mir im Kaff, im Dorf mit meinen drei Leuten, die ich seit 100 Jahren kenne und niemanden mehr kenne. Wenn das jemand will, kann er so machen, aber ich glaube nicht, dass viele junge Menschen darauf so Lust haben.